Und wir sind hier, weil wir heute über das Thema Räuchern sprechen. Mhm. Räuchern, das macht man ja meistens mit getrockneten Kräutern. Und das gibt es in ganz, ganz vielen Religionen, aber auch im Christentum ist das wirklich ein Bestandteil. Ganz viele kennen das bestimmt von den Rauhnächten. Wir sind heute hier im Blindengarten. Hier gibt es ganz, ganz viele Kräuter, weil man die eben nicht sehen, sondern auch duften kann. Ja, total. Also ich finde selbst um diese Jahreszeit, also der Duft ist fantastisch. Und wir sind hier, weil wir heute über das Thema Räuchern sprechen. Mhm. Räuchern, das macht man ja meistens mit getrockneten Kräutern. Und das gibt es in ganz, ganz vielen Religionen, aber auch im Christentum ist das wirklich ein Bestandteil. Ganz viele kennen das bestimmt von den Rauhnächten. Die Rauhnächte, das sind die Nächte zwischen Weihnachten und Dreikönig, also die dunkelsten und die längsten Nächte. Ich wollte gerade sagen, das sind immer die, wo man sich so richtig einkesselt. Genau, genau. Und da hat man halt früher geräuchert, oder viele machen das heute noch, ich zum Beispiel auch, um böse Geister im übertragenen Sinne zu vertreiben und auch frisch ins neue Jahr zu gehen. Man kann mit ganz vielen unterschiedlichen Kräutern räuchern. Wir haben hier zum Beispiel Lavendel. Das riecht ganz intensiv, ne? Genau, ja. Genau. Das hat eine ganz beruhigende Wirkung. Also diese ganzen verschiedenen Kräutermischungen, die haben dann ja auch unterschiedliche ätherische Öle. Und diese ätherischen Öle, die machen sogar bewiesenermaßen was mit der Stimmung. Fantastisch. Wahrscheinlich ist das auch so ein bisschen der Grund, weswegen es diese Kräuter ja in Form von Weihrauch auch in die Kirche geschafft haben. Ja. Ich weiß es noch ziemlich gut, als ich Kind war. Ich sag mal, das Weihrauchfass war immer mein Feind, weil ich immer sehr ungeschickt war. Aber auf der anderen Seite mochte ich immer diesen Moment, weißt du, dann zog man das so hoch, dann kam der Weihrauch da rein und wenn man dann schwenkte und sich dieser Geruch in der Kirche verbreitet hat, das war so richtig, da merkt man, da passiert irgendwas. Es hat auch was mit Ritualcharakter zu tun, also dass man halt eine Gewohnheit immer wiederholt und dass man etwas zelebriert. Es hat einen viel besondereren Charakter, wenn man noch so Dinge dazu gibt. Und ich meine, so ist es ja auch ins Christentum gekommen. Mhm. Man hat den am Ende im Kaiserkult, also in den paganen Religionen gibt es das ja als Götterkult, und dann über den Kaiserkult hat man gesagt, okay, diesen wohltuenden Geruch, der zeichnet für uns auch das Göttliche aus. Ja, Martin Luther hat Weihrauch übrigens nicht verboten. Mhm. Es ist nur weggefallen als eines der Dinge, die so ein bisschen als überflüssig galten. Zu katholisch. Womit man auch super gut räuchern kann, ist Salbei. Weißer Salbei wirkt reinigend und erfrischend. Mhm. Und ich habe hier auch mal was vorbereitet, dass man ein bisschen zeigen kann, wie man überhaupt räuchert. Ganz wichtig ist, dass man immer eine feuerfeste Schale hat. Mhm. Zum Beispiel so eine Muschel oder sowas in der Art, damit die kleinen Funken, die abfallen beim Räuchern. Damit nichts in Flammen aufgeht. Genau, damit nichts in Flammen aufgeht. So, und dann gibt es einmal hier diese ganz gebündelten, getrockneten, festen Kräuter. Das zünde ich einmal an. Mhm. Siehst du schon ein bisschen, dass der Rauch hochkommt? Und man riecht es auch schon. Du kannst dich auch selber beräuchern. Mhm. Dann fängst du meistens oben an, gehst einmal um den Kopf. Gehst dann deine Gliedmaßen lang und nach unten. Das ist einfach auch ein Achtsamkeitstraining. Mhm. Und dann gibt es Hölzer, die du räuchern kannst. Zum Beispiel ist das hier Palo Santo. Mhm. Ist auch ganz bekannt. Das riecht ein bisschen herber. Das mag ich persönlich nicht so gerne. Man merkt, dass es diesen holzigen Charakter hat. Genau, das hat diesen holzigen Charakter. Wichtig ist immer, dass es nicht brennt, sondern nur noch glüht am Schluss. Mhm. Und halt dann den Rauch abgibt. Ja. So, und dann natürlich ganz klassisch Weihrauch, darüber hast du gerade schon geredet. Mhm. Das verräuchern wir nicht einfach so in der Schale, genau. Das ist ja auch, da merkt man halt auch, es ist ein Harz, ne? Also wir haben bis jetzt sozusagen mit den Materialien direkt gearbeitet und jetzt brauchen wir ein Zwischenmedium. Genau, wir nehmen hier so einen kleinen Kohlestein. Da kommt dann das Ganze drauf. Es ist auf jeden Fall faszinierend, Maike, du hast jetzt nur ganz wenige Dinge mit zwei Handgriffen so ein bisschen angetippt und schon macht ganz es was mit der Stimmung. Ganzen Atmosphäre. Genau, ja. Also ich würde es jedem raten, es einfach mal auszuprobieren.